Dort hat man rund um die Uhr nur eines im Visier, den Gasplaneten Jupiter. Nur eine weltweit geschlossene Zusammenarbeit kann die Wissenschaft weiterbringen. Mit hochsensiblen Geräten verfolgt man in Japan die Explosionen im All. Die Crème der Wissenschaftler versammelt sich um das Teleskop im Okayama-Observatorium. In Indien konnte man vor allem die Explosion des Kometenbruchstückes P2 heute Nachmittag unserer Zeit besonders gut beobachten, obwohl das Equipment hier in Neu-Delhi nicht gerade auf dem neuesten Stand ist. Den besten Blick auf den angeschlagenen Planeten hat man jedoch von der Südhalbkugel der Erde aus. Seit 1858 beobachtet man in Sydney die unendlichen Weiten. Schon die Ureinwohner Australiens sollen von diesem Hügel aus den Sternenhimmel erforscht haben. Doch auch Laien können Augenzeugen des einzigartigen Phänomens werden. Auf der ganzen Welt haben Hobbyastronomen ihre Fernrohre aufgestellt. Die Beobachtungen der Passionskuker sind für die Wissenschaftler von größtem Interesse. In Garching bei München laufen letztendlich die meisten Fäden zusammen. Über ein weltweites Computernetz, Satellit und Telefon werden die neuesten Daten empfangen, verarbeitet und ausgetauscht. Okay. Und wir sind hier in der Europäischen Südsternwarte in Garching, hier im Lagezentrum und in der Informationsbörse für Wissenschaftler aus aller Welt, die sich hier die neuesten Bilder oder Daten von den Ereignissen auf dem Planeten Jupiter abholen können. Etwa ein Dutzend Male hat es inzwischen gekracht auf diesem Planeten. Ein Dutzend Teile des Kometen Shoemaker-Levy sind inzwischen auf dem Planeten aufgeschlagen, aber es wird noch schlimmer kommen, nämlich heute Abend. Jetzt haben zwar schon viele Wissenschaftler hier in Garching ziemlich verquollene Augen, weil sie seit Samstag den Auseinandersetzungen eines Kometen mit einem Planeten folgen müssen und darauf ihren Lebensrhythmus einstellen müssen, aber sie werden heute sicher nicht schlapp machen. Denn heute ist für uns der spannendste Tag und für Jupiter ist es der strapaziöseste. Fünfmal werden heute Teile auf Jupiter aufschlagen und dabei sein wird auch der größte gegen 22 Uhr. Herr West, Sie sind Koordinator hier bei der ESO. Wie groß ist denn dieses Teil, was heute Abend gegen 22 Uhr oder kurz danach aufschlagen soll? Ein paar Kilometer, ob es dann 3 oder 4 ist, wissen wir nicht genau, aber das genügt, um eine Riesenexplosion auf Jupiter darzustellen. Das werden wir hoffentlich beobachten können. Ich habe mit einigen Wissenschaftlern soeben Kontakt gehabt, vor 10 Minuten mit einem in Catania auf dem Ätna gesprochen. Die bereiten sich vor, in Spanien auch und auch in Chile, im Kuppel vom 3,6 Meter Teleskop stehen jetzt die Wissenschaftler bereit, um zu beobachten. Leider ist das Wetter nicht allzu gut dort, aber es gibt doch ein bisschen Hoffnung, dass die Beobachtungen heute Abend sehr, sehr spannend sein werden. Nun war ja die Wucht der Aufschläge schon bisher größer, als viele Wissenschaftler erwartet haben. Man hat sehr viel größere Lichtblitze zum Beispiel gesehen. Wie wird denn Jupiter das heute Abend durchstehen? Es sind ja 2 Aufschläge kurz hintereinander und 2 ziemlich kräftige. Ja, das ist richtig. Bis jetzt die größten Aufschläge haben Störungen in der Jupiteratmosphäre mit einem Durchmesser von etwa 3-mal der Durchmesser unserer Erde gezeigt. Und das heißt, wir können vielleicht erwarten jetzt, dass es noch größere Störungen gibt. Wir können aber nicht ganz sicher sein, denn bis jetzt konnten wir die Energien nicht genau messen. Wir haben nur so ein Gefühl, dass es könnte heute Abend wirklich was Besonderes werden. Jetzt hören wir von Ihnen, von den Wissenschaftlern fast jeden Tag, wie faszinierend und toll das alles sei. Aber uns ist nicht so ganz klar, uns Laien, wie entscheidend das Wissen um die Kometen oder um den Planeten Jupiter verändert. Ist das nur für Sie jetzt ein großes persönliches Erlebnis oder haben Sie auch wissenschaftlich etwas Neues erfahren? Es ist beides natürlich. Wissenschaft ist ein Hobby, das kann man ganz ehrlich sagen. Das macht Spaß, dabei zu sein, aber zur selben Zeit möchte man auch irgendwas Vernünftiges machen. Wir erleben in diesen Tagen eine völlig ungewöhnliche Serie von neuen Erkenntnissen, von neuen Situationen, von irgendwas Unerwartetes und wir versuchen darauf zu reagieren. Wir machen sehr viele Beobachtungen, das ist das allererste, was wir tun müssen. Wir haben nur wenig Zeit, noch gibt es 2 Tage. Wir wissen natürlich nicht genau, was das alles bedeutet. Wir können irgendwas schon ahnen, was auf uns zukommt, wenn wir in dieses riesen Datenmaterial hineingehen. Kann man sich denn vorstellen, wenn ein solcher Komet einmal auf die Erde runterprasseln würde, wie der heute Abend, was da auf der Erde passieren würde? Ja, das kann man schon und das haben wir natürlich schon gelernt in den letzten 3 Tagen. Die Aufschläge sind viel schlimmer, als wir früher gedacht haben. Ich kann nur hoffen, dass es hier auf der Erde wirklich nicht passiert. Aber die Chancen sind ja auch sehr klein, wie Sie wissen. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück zu Jupiter. Der längste Tag für Jupiter, der fing schon gut an, nämlich heute Nacht um 0.17 Uhr. Da gab es den ersten Aufschlag und das war ein ziemlich gewaltiger. Das war bis dahin der größte.
Garching, Dienstag, eine halbe Stunde vor Mitternacht. Die Gänge im Gelände der ESO sind leer. Die Wissenschaftler nutzen die Pause für ein paar Stunden Schlaf. Daher sind die meisten Arbeitsplätze, wie hier das Kontrollzentrum, verwaist. Nur im Büro von Richard West, dem Leiter der Station, wird intensiv gearbeitet. Schon seit Tagen ist dem gebürtigen Dänen das dänische Fernsehen auf den Fersen. So auch heute Nacht. Nach den Berechnungen sollte in diesen Minuten das Kometenstück L einschlagen. Wir gehen davon aus, dass, wenn das genauso ist wie bei dem H, was wir gestern Nacht beobachtet haben und wo jetzt wunderbar Daten vorliegen, wenn es genau so passiert, etwa 4 bis 5 Minuten später steigt dann ein Feuerball von hinten über den Rand auf. Zuerst nur ganz winzig klein, also man sieht kaum was. Und dann in etwa 10 Minuten kommt also so ein riesen Feuerkugel, ein Pilz hier hoch, ganz, ganz hell. Das werden Sie dann hoffentlich beobachten können, auch wenn es Wolken gibt, denn das ist so hell, da kann man quer durch die Wolken beobachten. Jetzt heißt es warten. Die Astronomen rechnen mit einer guten halben Stunde, bis die ersten Bilder von der Sternwarte La Silla in Chile nach Garching kommen. Das ist zwar verhältnismäßig langsam für die modernen Mittel, die speziell die Fernsehmedien, die elektronischen Medien zur Verfügung haben. Das ist aber sehr, sehr schnell für die Wissenschaft. Noch vor 3, 4 Jahren wäre es so gewesen, dass unsere Beobachter auf La Silla die Daten aufgenommen hätten, an Ort und Stelle auf Magnetband gespeichert hätten und nächste Woche das Magnetband im Koffer mit dem Flugzeug nach Garching gebracht hätten und hier das in den Computer eingelesen hätten. Inzwischen hat die Sternwarte in Massachusetts den Einschlag bestätigt, doch aus Chile gibt es schlechte Nachrichten. How are things at La Silla? Wahrscheinlich keine Fotos. In La Silla ist es zu bewölkt für Aufnahmen. Das bedeutet weiter warten. Der Platz am Empfang ist leer. Der Pförtner ist auf einem Rundgang durchs Gelände. Um 2:45 doch eine gute Nachricht. Das kleinste Teleskop auf La Silla hat durch ein Loch in der Wolkendecke Fotos gemacht. Das Bild steht auf dem Kopf. Doch zwei vergangene und der jüngste Kometeneinschlag sind deutlich zu erkennen. Und schließlich kommt noch ein Foto aus Spanien in den Computer. Die Explosion ist gut sichtbar. Sie ist wahrscheinlich bislang die stärkste. Es ist kein Zweifel, da ist auch was, was ein bisschen heller ist. Und ich würde behaupten, dass das hier, das ist K. Das heißt, das ist das, was heute, gestern Mittag passiert ist. Das ist wirklich toll. Die Wissenschaftler sind zufrieden. Sehr viel mehr wird über das Kometenstück L sobald nicht zu erfahren sein. Um 3:15 gehen wir heim. Richard West wird noch bis heute Mittag durcharbeiten. Eigentlich ging man ja davon aus, dass man dieses Ereignis besser auf der südlichen Erdhalbkugel beobachten kann, wie zum Beispiel in La Silla, das schon mehrfach angesprochen worden ist, der ESO-eigenen Sternwarte, die man übrigens von diesem Raum aus steuern kann. Aber im Nachhinein scheint es, als hätten die Astronomen des Max-Planck-Institutes in Heidelberg sich mit Calar Alto in Südspanien einen Logenplatz reserviert. Sie nämlich waren die Ersten, die am Samstag überhaupt meldeten, dass der Kometencrash begonnen hatte und Sie haben auch davon die ersten Bilder gezeigt. Und ich bin jetzt verbunden mit Kurt Birkle, dem Leiter des Observatoriums in Calar Alto. Guten Abend, Herr Birkle. Guten Abend. Wir sind noch dran, prima. Was machen Sie jetzt noch bis zum großen Crash heute Abend? Wir sind bereits am Beobachten am 3,5 Meter Teleskop. Mit unserer Infrarotkamera können wir das auch bei Tageslicht tun. Aber Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind ja noch 2 Stunden so ungefähr. Was machen Sie bis dahin? Nein, weniger. Der erste Einschlag wird jetzt eine Stunde, ja, erwartet. Mhm. 21.30 Uhr. Mhm. Und eine knappe halbe Stunde später gleich der zweite. Haben Sie auch verquollene Augen? Ich tendiere in diese Richtung. Mhm. Ebenso wie meine Kollegen hier. Aber ich nehme an, wir werden durchhalten, bis alles vorüber ist. Sie haben uns ja einige Aufnahmen zugeschickt. Wir zeigen aber erst noch einmal ein paar Aufnahmen, die wir hier in diesem Zentrum hier vorgefunden haben. Wir haben also erstmal ein Bild vom A, vom Einschlag. Ich habe ja gerade gesagt, dass Sie die Ersten waren, die das entdeckt haben. Das nächste war dann G. Können Sie sich dann noch daran erinnern, an dieses G? Ja, also wir haben Sie das gesehen? Dazwischen auch noch andere gesehen, aber G war besonders eindrucksvoll auch wieder, weil er genau, noch heller war als A. Mhm. Aber natürlich A, das war die Premiere, nicht wahr, in unerwartet großer Helligkeit. Mhm.
Das war eigentlich doch für uns, wie das oft ist, beim ersten Mal das Eindrucksvollste von allem. Wir zeigen jetzt noch H und L, einfach weil man das, glaube ich, diese eindrucksvollen Bilder nicht oft genug sehen kann. Wie können Sie sich erklären, dass man jetzt da von da unten aus besonders gut das beobachten kann, viel besser als alle anderen? Haben Sie das bessere Wetter gehabt oder woran liegt das? Zweifellos sehr gutes Wetter. Und zum Zweiten haben wir ausgezeichnetes Instrumentarium. Erstmal eben unser sehr potentes 3,5 Meter Teleskop. Das haben weiß Gott nicht alle auf der Erde. Und dann eben ein ausgezeichnetes Zusatzinstrument, eine Kamera, die eben Infrarotlicht empfangen und verarbeiten kann. Und direkt umwandeln in anschauliche Bilder. Okay. Das sehen wir jetzt sehen. Jetzt zeigen wir Ihnen noch, ich glaube, eine Weltpremiere, die wir auch Ihnen verdanken. Ihr Team in Heidelberg hat nämlich für uns aus den Bildern vom Samstag einen kleinen Film gemacht. Das ist also der erste bewegte Film, der erste Film, der aber keine Computeranimation ist, sondern Realbilder hat, von diesem Ereignis am Samstagabend. Der ist nicht sehr lange, wie Sie gleich sehen werden. Ich hoffe, wir können ihn jetzt gleich sehen. Ich schiebe mal auf den Monitor, ich sehe ihn noch nicht. Ah ja, das ging so schnell, dass ich es gar nicht mitbekommen konnte. Ja, Herr Birkle, ich wünsche Ihnen viel Glück für heute Abend. Hoffentlich kriegen wir auch von Ihnen heute Abend wieder gute Bilder. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, auch sehr. So, jetzt zeigen wir Ihnen noch ein Bild, das Sie vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Es ist auch eine Erstveröffentlichung, zumindest in Deutschland. Das stammt aus La Silla, dem Observatorium in Chile. Das ist eine Karikatur. Natürlich, wenn man gleich erkennen kann, das ist kein echtes Bild. Das zeigt Jupiter mit dem roten Auge, das er schon immer hatte. Und das andere, das ist blau. So. Sie haben gerade die brillantesten Aufnahmen also noch einmal gesehen, auch in diesem kleinen Film vom ersten Tag. Wie es hier zuging am ersten Tag von Samstag auf Sonntag, das zeigt Ihnen nun unser folgender Bericht. Früher Abend in Garching. Im Hauptquartier der Europäischen Südsternwarte laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Weit entfernt, in Chile, auf der anderen Seite der Erdkugel, fahren Teleskope in Position. In Garching bauen Fernsehteams ihre Kameras auf. Mehr als 100 Journalisten haben sich angemeldet. Gespannt warten alle auf den großen Crash. Jupiter ist gefragt zwischen Chile, Garching oder auch Südafrika. Die Telefonverbindung ist schlecht, aber wichtig, denn gerade in Südafrika soll man den ersten Einschlag besonders gut beobachtet haben. Bruchstück A muss Jupiter vor wenigen Minuten getroffen haben. Denn in den letzten Tagen konnten Wissenschaftler die Einschlagzeiten des Kometen immer genauer berechnen. Tell us, we are really waiting. What happened down there? Did you see anything? No. Bye bye. Auch in Chile, mit dem wir über Satellit verbunden sind, hat man nichts gesehen. 15 Minuten später macht sich Enttäuschung breit. Viele gehen, Fernsehteams packen ihre Kameras ein, ein langer Abend. Die meisten sind müde. Andere räumen noch schnell die Reste des Buffets ab. Noch ein letzter Blick durchs Teleskop. Jetzt ist wieder der gute alte Mond gefragt. Jupiter ist mega out. Auch wir denken an Rückzug. Worauf noch warten? Um 22.30 Uhr überschlagen sich die Ereignisse. West verkündet eine Sensation. In Spanien hat man auf Jupiter einen Atompilz beobachtet. And that would be now a little less than 1 hour ago. They saw The plume is a rising column of hot gases. That is what in German is called an Atompilz. In English, it is a mushroom. In astronomy, it is a plume. They saw a plume rising above the limb. Wow.
Lassia, what this means. Where did you get that from? This is Lassia. Das allererste Foto. Die Teleskope in Chile liefern sensationelle Bilder. Olivier, would you please explain what you see on this picture? Journalisten und Wissenschaftler wollen es kaum glauben. Jetzt müssen Informationen her, aus erster Hand. Olivier Hinault aus Chile. This is the satellite Io. This is one of the moon of Jupiter. Ernüchterung, zu früh gefreut. Olivier sagt, die Beule links unten ist Io, ein Jupitermond. Es gibt genaue Tabellen darüber, wo Io steht. In Chile wird hektisch nachgeschaut. Die Astronomen der verschiedenen Teleskope werden befragt, aber niemand ist sich sicher. Ratlosigkeit auch in Garching. Aber auch hier gibt's ein schlaues Buch. Und was die Wissenschaftler daraus erkennen, wird gleich darauf auch vom Teleskop in Chile bestätigt. 5 Minuten vor 12 steht fest, es war der erste Einschlag und nicht Io. At 5 minutes to 12, the 16th of July 1994, the first definite sign of the impact on Jupiter was shown on TV from La Silla. Thank you very much. Früh am Morgen, Garching schläft. Für andere war es eine lange Nacht. Das erste Foto vom Weltraumteleskop Hubble ist eingetroffen. Heute kennt es jeder. Bilder aus Palo Alto, Südspanien. Bilder aus La Silla, Chile. Samstagabend, 7 Uhr. Generalmobilmachung der Jupiter-Freaks. Mitarbeiter der Münchner Volkssternwarte bringen die Fernrohre in Stellung. Noch 3 Stunden bis zum ersten Aufprall. In den letzten Tagen standen die Telefone nicht mehr still. Das Interesse für den Kometeneinsturz ist beim Publikum riesig und die Hobbyastronomen rechnen mit einem Besucheransturm. Gegen 8 strömen die ersten Schaulustigen auf das Dach der Sternwarte. Unter ihnen wahre Jupiter-Spezialisten. Noch gibt es durch die Ferngläser und Teleskope wenig zu sehen. Jupiter wird erst in 1,5 Stunden am Himmel erscheinen. Also muss der abendliche Mond für die ersten Beobachtungsversuche herhalten. Und manche schlagen schnell nochmal im Sternenlexikon nach. Was erwarten Sie denn für heute Abend? Hey, weiß nicht. Lass uns euch überraschen. Wenn es bloß ein schwacher Lichtschein sein sollte, einfach um das mitzuerleben. Dass man einen kleinen Schweif vielleicht sieht, aber mehr auch nicht. Langsam verdunkelt sich Münchens schmutzig-grauer Himmel. Fast senkrecht über dem zunehmenden Mond ist Jupiter heute Nacht gut sichtbar. Doch vom Einschlag ist nichts zu erkennen. Die Mitarbeiter der Sternwarte nutzen die Zeit, um den König der Sterne zu erklären. Am besten kann das sicher Hans Eckendinger. Der Jupiter ist seine Leidenschaft. Seit Jahren beobachtet er hauptsächlich den Planeten aus Gas. Dazu hat er sich in der Nähe von Freising eine eigene Sternwarte gebaut. Jahrelang hat der gelernte Konditormeister sonntags Zeitungen ausgefahren, um sein Hobby zu finanzieren. In seiner Freizeit verfolgt er tagsüber das Geschehen auf der Sonne. Nachts widmet er sich dem Jupiter. Hobbyastronomen wie Hans Eckendinger sind für die Erforschung der Sterne unbezahlbar.
Einmal in der Woche schickt er die Ergebnisse seiner Betrachtungen nach Cambridge zu einer Vereinigung der Jupiterbeobachter. In der ganzen Welt verfolgen solche Hobby-Sterngucker die sich ständig verändernde Atmosphäre des größten Planeten in unserem Sonnensystem. Wenn ein klarer Himmel es zulässt, steht Hans Eggendinger hinterm Teleskop und zeichnet die Wolken des Gasplaneten. Jupiter fasziniert mich schon seit 20 Jahren, weil der Planet Jupiter ein gigantischer Planet ist. Und er umkreist da in einsamen Weltallen die Sonne in fast 700 Millionen Kilometer Entfernung und ist aufgrund seiner Größe eben für uns als Sterngucker mit unseren kleinen Fernrohren sehr gut erreichbar. Weil sich Jupiter so schnell dreht, muss eine Zeichnung innerhalb von 10 Minuten fertig sein. Dabei ist das menschliche Auge einem Fotoapparat weit überlegen. Das Auge verarbeitet eben diese ganzen Eindrücke subjektiv, wobei das ein fotografisches Objektiv, auch ein Fernrohr, wenn durchfotografiert wird, auch negative Eindrücke mit aufnimmt, zum Beispiel die Luftunruhe und so weiter. Wenn man da hinschaut, kann man bei die Luftruhe abwarten und erkennt dann mehr Detail. Und wenn man länger und geübt, jeder Mikroskopbeobachter wird das auch bestätigen, gewöhnt sich das Auge und an diese Details und man sieht immer mehr. Für die Schaulustigen, die am Samstagabend den Jupiter zum ersten Mal ins Visier nehmen, gibt es also nicht viel zu erkennen. Trotzdem ist so mancher vom Abend des ersten Kometeneinschlags sehr beeindruckt. Für mich persönlich eben dieses Ereignis, dass der Mensch nicht doch das Letzte ist, sondern dass es noch eine Macht gibt, die über ihm steht. Und das wird einem an solchen Tagen und solchen Momenten dann immer wieder bewusst. Jupiter hört's und zieht trotz Kometeneinschlag ungerührt seine Kreise. So, jetzt gehen wir von den Amateuren wieder zu den Profis. Herr Albrecht, Sie sind auch Astronomen, auch bei der ESO. Kommen wir jetzt wieder auf die Explosionen, die auf Jupiter stattgefunden haben, zurück. Da sind ja gewaltige Temperaturen entstanden, nach oben oder nach unten. Könnten Sie uns da mal noch etwas Genaueres sagen darüber? Es ist in der Tat so, dass die Energiemengen, die in der Jupiteratmosphäre deponiert werden durch diese Aufschläge, größer sind, als wir angenommen haben. Der Impact des Fragmentes G zum Beispiel hat mehrere Millionen Megatonnen in der Atmosphäre deponiert. Es wurden da Temperaturen an der Einschlagstelle von mehreren tausend Grad frei und ein Gebiet von mehr als der Größe der Erde wurde um einige hundert Grad aufgeheizt. Was heißt das jetzt? Ist es eine Temperatur, die jetzt mehr oder weniger mit dem der Erde vergleichbar ist, oder wie ist das? Das ist richtig. Die Temperaturen waren ursprünglich nahe am absoluten Nullpunkt. Aufheizen um einige hundert Grad heißt, dass es dort in der Atmosphäre Gegenden gibt, die vom Druck her und von der Temperatur her ziemlich nahe an Erdbedingungen sind. Nicht was den Sauerstoff betrifft, aber was Druck und Temperatur betrifft. Wenn man jetzt weiterdenkt, in den letzten Jahren sagt man immer, die Kometen seien die eigentlichen Lebensspender gewesen. Die hätten sozusagen tiefgefroren schon das Material in sich, das zum organischen Leben notwendig ist. Dann heißt, der Komet hat jetzt auf den Planeten Jupiter das Leben gebracht und jetzt könnte es dank der Temperaturen anfangen, sich zu entwickeln. Kann man das sagen? Darüber kann man spekulieren. In der Astronomie beschäftigen wir uns dabei damit nicht, aber natürlich spekulieren kann man. Es gibt tatsächlich eine Theorie, wonach Leben aus dem frühen Sonnensystem, im frühen Sonnensystem auf den Kometen kondensiert wurde, organische Moleküle, die in weiterer Folge, wenn die Bedingungen richtig sind, zu Leben führen. Es könnte in der Tat so sein, dass, dass organische, hochorganisierte Moleküle zurzeit entstehen. Es ist aber zu erwarten, dass wenn die Bedingungen wieder nicht stimmen, also wenn ursprüngliche Bedingungen am Jupiter wieder einkehren, was in einigen Wochen bis Monaten der Fall sein wird, dass diese hochorganisierten organischen Moleküle sicher wieder zerbrechen oder sich in ein ruhiges Stadium zurückgeben. Wenn heute Abend die beiden schwersten Brocken auf Jupiter geknallt sind, dann bleiben noch insgesamt 6 Teile des Kometen übrig, bis er ganz verschwunden ist. Wenn jemand überhaupt Grund hat, darüber traurig zu sein, dann sicherlich ihre Entdecker, das Ehepaar Shoemaker. When we saw it,
Als wir es sahen, glaubte ich, es sei ein Komet. Die anderen glaubten auch daran, aber sie waren sich unsicher. Irgendwie hatte ich ein sicheres Gefühl. Und dennoch, es sah anders aus als alle Kometen, die ich bis dahin gesehen hatte. Das Team ist eingespielt. Wie auch in anderen Nächten arbeiten Eugene Shoemaker und David Levy am Teleskop, während Carolyn Shoemaker, eine Etage tiefer, die fotografischen Aufnahmen auswertet. Es ist Handarbeit. Bei den großen Teleskopen läuft alles automatisch ab. Aber wir arbeiten noch per Hand. Wir sind vermutlich die letzten Menschen am Mount Pelmer und anderswo, die nachts noch draußen sind, unter dem freien Sternenhimmel und noch auf die altmodische Art und Weise arbeiten. Im Laufe vieler Jahre haben die Shoemakers eine ausgeklügelte Strategie entwickelt. Ihre Suche nach Kometen gleicht einer Treibjagd. Jede Stelle des Himmels wird systematisch abgesucht. Jede Beobachtungsphase verläuft nach einem festgelegten Plan. Das Ergebnis sind Dutzende runder, belichteter Filme, die den gesamten Nachthimmel wie ein Mosaik abdecken. In dieser Zeit hatten wir einen seltenen Tiefpunkt erreicht. Das Wetter war nicht gut und das fast während der gesamten Beobachtungsphase. Und mir kam es so vor, als hätten wir seit einer Unendlichkeit nichts gefunden. Zumindest seit einigen Monaten. Und da saßen wir nun in dieser engen Kuppel, jeder an seinem Platz. Ich untersuchte die Filme und brauchte mich nur zu räuspern oder zu niesen oder sonst was. Und jeder schaute hoch und vielleicht hat sie was entdeckt. Die Wetterbedingungen verschlechtern sich. Vom Westen her zieht in dieser Nacht eine Gewitterfront über den amerikanischen Kontinent. Der Himmel ist bedeckt. Die Forscher müssen ihre Beobachtungen abbrechen. Nur Carolyn kann weiterarbeiten. Aufnahme für Aufnahme sucht sie mit ihrem Mikroskop nach kleinsten Veränderungen. Das Objekt, das ich sah, war länglich und nicht rund. Es besaß Koma und Schweif, aber nur auf einer Seite. Als wir es uns näher betrachteten, erkannten wir so etwas wie einen Flügel. Aber das Bild von Kometen besitzt keinen Flügel. Was also war das, was wir da gesehen hatten? Trotz ihrer Zweifel informiert das Team die Internationale Astronomische Union. Über ein elektronisches Informationsnetz werden wenige Stunden später die genauen Koordinaten des seltsamen Objekts an alle astronomischen Observatorien weitergeleitet. Weltweit richten nun mehrere Gruppen ihr Fernrohr in Richtung Jupiter. Die Bilder offenbaren eine Sensation. Über 20 Bruchstücke wie Perlen an einer unsichtbaren Kette. Und dann kam die dritte Überraschung. Es stellte sich heraus, dass der Komet sich bereits im Juli des Vorjahres Jupiter genähert hatte. Und in diesem Jahr wird er sich im Juli erneut dem Planeten nähern und mit Jupiter zusammenstoßen. Das war die dritte große Überraschung. Aber ich sollte Carolyns Reaktion hinzufügen. Als sie das hörte, schrie sie auf, oh nein, nicht mein Komet. Ich wollte keinen auf diese Art verlieren. Aber dann begriff ich, dass es ein großes Feuerwerk geben würde. Und das klingt ziemlich aufregend. Was passiert, wenn ein solcher Eisklumpen die Erde trifft? Einschläge von Kometen waren immer Katastrophen.
Staub wurde in die Atmosphäre geschleudert, der Himmel verdunkelte sich, manchmal für Jahre. Sonnenstrahlen kamen auf der Erdoberfläche nicht mehr an. Die Temperatur sank. Pflanzen wuchsen nicht mehr. Eine Erde ohne Jahreszeiten. Das Leben erlosch, das Szenario des nuklearen Winters. Kleinere Einschläge verursachten regionale Katastrophen. Der Krater im Nördlinger Ries, viel größer als die heutige Stadt. Ein Krater in den USA, in Arizona, Durchmesser über einen Kilometer, verursacht durch den Einschlag eines Meteors. Das Eisen-Nickel-Geschoss aus dem All durchschlug ungebremst die Atmosphäre. Die Dinosaurier starben vor 65 Millionen Jahren aus, wahrscheinlich durch den Einschlag eines Kometen. Heute weiß man, dass damals auch andere Tierarten von der Erde verschwanden. Auf dem Land und im Wasser starben 90% aller Lebewesen. Ein Komet, der Leben vernichtete, damit aber auch den Startpunkt setzte für neues Leben in den Millionen Jahren danach. Kometen als Zerstörer. Kometen als Antreiber der Evolution. Haben Sie denn Angst, dass irgendwann mal auf die Erde ein Meteorit fallen könnte? Ja, das glaube ich schon. Und nicht irgendwann, sondern in nächster Zeit, weil man merkt ja, dass immer mehr runterkommt. Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Das ist alles so unvorstellbar, alles, was so passiert. Auch das, was man verfolgt und so in der Presse liest oder in den Medien verfolgt. Haben Sie denn Angst, dass das der Erde auch mal so passieren könnte? Eigentlich nicht, nein. Und wenn, dann, glaube ich, merkt man nicht viel davon, weil es gleich vorbei sein wird. Das weiß man nicht, aber ich behaupte, die Außerirdischen sind schon da gewesen einmal, wissen Sie. Sie haben das alles gesehen, und als sie das gesehen haben, was hier los ist, sind sie sofort abgehauen. Ich lebe im Heute und denke an morgen, aber ich habe keine Angst. Die Wissenschaftler im Fernsehen haben gesagt, dass das wohl nahezu ausgeschlossen ist. Aber mein Gott, man muss sich natürlich auf die verlassen, weil man ja selber kein Fachmann ist. Könnte es sein, da war ja 1989 schon mal was in der Nähe, ja. Könnte es sein. Solange uns nicht ins Bier reinfällt, ist uns wurscht. Es ist eine theoretische Angst, die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich gering. Es könnte eigentlich immer passieren, aber Angst davor habe ich nicht. Du wirst so zerstört, die Erde. Also wenn es durch ein Natureignis geschieht, dann ist es mir eigentlich recht. Also davon habe ich keine Ahnung. Nee, habe nicht gehört. Glaub nicht, dass uns irgendein Splitter trifft. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch keine Angst, mache mir auch darüber keine Gedanken. Und wenn es sein sollte, dann sind wir weg, dann hat sich's. Das kann man nie ausschließen. Aber ich kein Wissenschaftler, Sie müssen die Wissenschaftler fragen, da können Sie vielleicht besser rechnen. Muss man Angst haben, könnte sowas wie auf Jupiter auch auf der Erde passieren? Im Prinzip kann das sehr wohl auch auf der Erde passieren. Natürlich nicht von dem gleichen Kometen, der ist weg, aber es gibt viele andere, nicht nur Kometen, sondern Asteroiden, die sogenannten Apollo, Amor, Athen Asteroiden, von denen wir wissen, dass sie die Erdbahn ständig kreuzen und auch einschlagen können. Und vor kurzem hat eine amerikanische Forschergruppe auch zum ersten Mal diese Objekte, die kleineren Objekte, so im 10-Meter-Bereich, direkt gesehen, wie sie an der Erde vorbeifliegen. Die sind sehr, sehr schwer zu messen und nur mit modernsten Techniken kann man diese messen. Das sind also 10 Meter große Projektile, machen etwa ein Krater, wenn die schützende wirkende Atmosphäre nicht da wäre, oder auf dem Mond, würden sie Krater von einigen hundert Metern Durchmesser machen. Was würde geschehen, wenn ein Komet, ein Himmelskörper in der Größe von Einschlag A die Erde treffen würde? Nun, das Fragment A hatte etwa geschätzt, man kann es ja nicht auflösen, geschätzt etwa einen Kilometer Durchmesser, etwa einen Kilometer, um die einen Kilometer Durchmesser. Und solch ein Objekt würde auf der Erde, bei der Größe schlägt es auch relativ ungebremst durch.
auf der Erde, die Atmosphäre schützt uns da nicht sehr, würde einen etwa 20 bis 30 Kilometer großen Krater schlagen, etwa so wie das Nördlinger Ries. Was machen wir denn, wenn ein größeres Objekt sich der Erde nähert? Das kann ja auch morgen sein. Man hört ja immer wieder, man schießt dann eine Rakete hoch und zündet einen Atomsprengkopf und lenkt die großen Objekte aus der Bahn. Das ist jetzt gerade populär. Das kann man sicher, gut, die Technologie haben wir heute, das zu machen. Das glaube ich schon. Nur das Ereignis ist so selten und bevor man an solche Überlegungen herangeht, glaube ich, ist es eigentlich mal angebracht, erstmal einmal den Effekt oder die Häufigkeit dieser Körper genauer zu untersuchen, die Bahnen, die Körper kennenzulernen, die Bahnen zu vermessen und sich dann, wenn man das alles geschafft hat, sich dann vielleicht Gedanken zu machen, was man gegen ein solch großes, relativ unwahrscheinliches Ereignis vielleicht dann doch machen können sollte, falls es denn ein Objekt gibt, das der Erde nahe kommen könnte. Vor kurzem dachte man ja, ein Komet könnte auf der Erde einschlagen. Es hat sich glücklicherweise herausgestellt, also nicht gleich einschlagen, sondern in 150 Jahren, ich glaube im 2160 oder so etwa, war berechnet worden. Das ist ja also durchaus in näherer Zukunft, aber glücklicherweise wird er die Erde verfehlen. Achtung! Ja, eigentlich wollten wir jetzt draußen stehen neben einem Teleskop und Sie wollten wir durchs Teleskop schauen lassen, damit Sie den Jupiter einmal live sehen können. Das klappt leider nicht, es regnet ganz furchtbar. Vielleicht können wir als Trost wenigstens den Jupiter einspielen, den wir am letzten Samstag beim ersten Mal, als wir hier waren, durch das gleiche Teleskop eingefangen haben. Peter Stettmeier, Sie sind der Leiter der Bayerischen Volkssternwarte in München. Jetzt haben die Amateure Pech gehabt, denn das ist jetzt wohl der Traum davon zu Ende, dass man dieses große Ereignis heute Abend angucken kann. Es ist natürlich schade, dass es jetzt gerade regnet, aber ich glaube, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es hat sich ja überraschenderweise herausgestellt, dass diese Einschlagstellen nachher sichtbar werden, für die Amateure sogar in den Teleskopen. Und so nehme ich an, wenn der Einschlag wirklich so gewaltig wird wie beim G-Fragment, dass wir in den nächsten Tagen sogar noch Strukturen in der Atmosphäre des Jupiters von diesem gewaltigen Einschlag sehen können. Kann das jeder Amateur? Was muss er für ein Gerät dafür haben? Also wie gesagt, es ist ganz überraschend. Wir haben gar nicht gedacht, dass wir überhaupt was sehen können. Gehofft natürlich. Schon mit kleinen Geräten ungefähr, ja, sagen wir so 10 cm Optikdurchmesser, das sind wirklich eigentlich heutzutage kleine Amateurgeräte, kann man diese dunklen Flecken in der Jupiteratmosphäre erkennen. Sie hatten ja eigentlich einen ziemlichen Andrang in den letzten Tagen auf Ihr Observatorium, auf die Volkssternwarte. Was haben die Amateure denn dort beobachtet? Ja, natürlich von dem Ereignis wollten alle natürlich was mitbekommen. Es war natürlich so, dass wir also die Einschläge nicht sehen konnten, das war vorher schon sicher. Ja. Aber zum ersten Mal dann Montagabend waren ein paar Wolkenlöcher wieder da konnte man dann eben von diesem G-Einsturz dann diesen riesigen, großen, schwarzen, ganz markanten Fleck in der Atmosphäre des Jupiters erkennen. Konnte man wirklich erkennen, ja. Ganz toll, also unübersehbar. Mhm. Wissenschaftler haben ja auch immer wieder betont, auch in den letzten Wochen noch vor diesem Ereignis, vor diesem Crash mit dem Kometen, dass Amateurastronomen hier ganz wichtig seien, dass sie eine ganze Menge Beobachtungen machen könnten, die Wissenschaftler vielleicht gar nicht machen können, vielleicht ähnlich wie Funkamateure, da sogar etwas zuliefern können. Können Sie das bestätigen? Haben Sie da eine Vorstellung, was die leisten könnten? Ja, sicher ist es so, dass natürlich während der übrigen Zeit die Beobachtungen der Amateure sehr nützlich sind, weil die Astronomen nicht die Zeit haben, also rund um die Uhr Jupiter zu beobachten. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders aus, also alle Fachsternwarten schauen natürlich jetzt zu Jupiter, aber sonst zwischen der Zeit ist das wirklich also aber vielleicht sehr wichtig. Die Amateure dafür besser, wie der Vergleich vom normalen Jupiter zum jetzigen Jupiter ist, weil sie eben den normalen auch kennen. Oder? Ja, genau. Manche von Ihnen haben sich jetzt vielleicht auch erst seit ein paar Tagen zum ersten Mal mit Jupiter beschäftigt. Viele andere haben das natürlich schon vorher viele Jahre lang getan. Zum Beispiel auch die Raumsonde Voyager, die lange Jahre den Planeten Jupiter beobachtet hat. Und mit ein paar Bildern aus dieser Raumsonde wollen wir den Abend abschließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems. Auf seiner Südhalbkugel leuchtet der Red Spot, ein großes rotes Auge. Es ist dreimal so groß wie die Erde.
Und wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass es das Auge eines mächtigen Wirbelsturms ist, der wohl schon seit Jahrhunderten tobt. Der riesige Jupiter hat möglicherweise mehr als 17 Monde. Einer davon ist dieser hier, Io, ein glühender Schwefelball. Jupiter, so sah er jedenfalls noch bis vor wenigen Tagen aus. Completes its coverage of this event with the inside story of how the Hubble telescope witnessed the comet's final hours.